Painkillers, hast du Painkillers? Ja, ein Paket habe ich. Aber ich bräuchte echt mal Stanax. Ich habe keine Painkillers. Ich Ich brauche brauche noch Morphin, Painkillers. Autoinjektor. Ah, ich habe noch relativ viel Platz. Oh, 5, 6 Zombies, tschüss. Ja, nice. Hier ist eine DMR. Hast du? Ja. Fett. Die nehme ich mir jetzt auch. Komm mal her, nimm mal meine AKM mit den 5 Magazinen, oder willst du die Dings behalten? Wie viele Magazine hast Na, du? Ich habe 2 Magazine, aber das reicht mir erstmal. So viel ja? baller ich ja nicht mit dem G36. Nimm ruhig die DMR und lass die AK liegen. Die AK findet man auch an jeder Ecke. Das G36 nicht. Aber ich nehme die AKM-Magazine mit einfach. Ja, wenn du noch Platz dafür hast, nimm die mit. Genau. Können wir zur Not immer noch zwischendurch mal, wenn du noch mal eine AK findest. Ja. Hier liegen auch noch mal 2 AK-Magazine. Echt? Ja, hier hinter unterm Schreibtisch, hast du nicht geguckt. 30er AK, 2 Stück. Ja, krass, man. Nimm ich einfach eine DMR. Ja, mal cool. runter. Wie viele Magazine hast du dafür? Ja, AK-Magazine kann ich nicht nehmen. Ich habe nee, nur ein Magazin für die DMR, das ist ja das Problem. Nur eins? Mhm. Aber 20 Schuss, Mann. Krass. Hat das 20 Schuss, Alter? Ja, das sind voll die großen Magazine. Ja, nice. Ja, das ist doch schon mal nice. Ich dachte, es wären 5. Nee, nee. Muss halt nur treffen, ne? Darfst du nicht daneben schießen. Ja, ist doch cool. Ja, und das gehört jetzt bei der DMR, kannst du halt Zero. Ranzoomen auch noch, ne? Du kannst auch noch ranzoomen. Ne, Zeroen kann man die gar nicht. Ne, du musst ranzoomen, Zeroen kannst du ja. Ja, okay. Aber jetzt muss ich ja erstmal mein, jetzt muss ich ja doch meine Knarre nehmen. Erstmal. Ja, fett. Jetzt bist du echt ein Scharfschütze. Ja. Grüne Knarre, grünes Outfit. Okay, was gibt's denn noch zu looten? Ich check mal kurz. Krankenhaus. Polizeistation. Lass uns mal da hinten in die Industries gehen. Ich mach mal kurz einen Muffpoint. Ich mir auch. Welche Industries meinst du? Die ganz oben mit den 3 Schornsteinen. Nördlicher Punkt. Achso, da? Ja, da gibt's auf jeden Fall Loot. Und wir brauchen langsam mal eine Toolbox, Alter. Ja, ist so. Weil ohne Fahrzeuge. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt halt nur Fahrzeuge und Munition. Und wenn wir durch die Feuerwache und die Polizeistation durch sind, dann die Häuser bringen uns nichts. Oh, das ist Zombie, hat mich gesehen. Gespottet. Gehen wir nicht, nicht in die Polizeiwache, die hatten keinen zweiten Ausgang. Mit. Wir gehen da in die Tanke rein, da können wir. Wir hatten schon wieder verloren, der findet uns nicht. Ja, dann gehen wir links rum. Da ist noch ein anderer Zombie. Wir gehen hier in die Schule rein. Finde ich vielleicht noch mal einen Standax. Das ist krass, ne? Wir haben bis jetzt keine Standax gefunden. Doch, da. Sind die voll? Die sind Soda-Cans. Ich glaube, trinken habe ich nicht allzu viel. Nehme ich mal mit. Ich habe fast keine Essen mehr. Pass auf, 2 Zombies hinter dir. Ich versuch die mal wegzulocken. Ja, und jetzt haben sie mich geschlagen und ich blute. Ja. Ich bin jetzt hier in einem Raum drin. Hier sind Painkillers auf jeden Fall, wenn du brauchst. Oben ja, auf der ersten Etage. Wir müssen gleich auch nochmal ins Krankenhaus, dann gib mir einfach mal gleich eine Blood-Transfusion. Weil allzu viel habe ich nicht mehr, ich habe jetzt die Hälfte weg. Nicht Wenn krass. Ich einen Critical Hit bekomme, bin ich gearscht. Ja, komm mal hoch. Oder so. Ja, wenn die Zombies nicht an der Treppe hängen würden. Ja, wir gehen noch eine höher, bevor ich dir die gebe. Aber erst check ich hier unten noch alles ab. Ja, ich check hier oben schon mal. Hier ist Feuerholz. Brauchen wir nicht. Hier ist nix. Leere Dosen. Oh, nee, oh, volle die Dosen. Sind, die sind schon oben, Alter. Lava Was können. Sind die denn? Natürlich, sind voll schnell. Aber du kannst ja runterklettern. Ja, aber ich trinke erstmal Wasser, da hinten sind noch volle Dosen.
Er muss auf jeden Fall die Leiter runterklettern jetzt. Ja. Wenn hier ein Auswahlmenü. Ah, Climbleiter da unten scheint. Sind ja einfach vom Dach drauf, Alter. Ich fass es nicht. Und das ist mega schnell. Wow, nein! Ich hab mir die Knochen gebrochen. Wo? Ja, ich bin. Oh. Der ist auf einmal einfach runtergesprungen. Vom Dach? Ja. Aber ist egal. Ich hab noch viel. Alles wieder gut. Alles wieder gut? Gut. Müssen wir auf jeden Fall ins Krankenhaus. Aber lass uns zuerst in das Industrial gehen, dann auf dem Rückweg nochmal. Ja, hast du recht. Sind wir nämlich schon fast da. Du hast ja noch Morphin, ne? Ja, ja. Also auf da hinten sind noch mehr. Lass mal hier rüber, Crowd. Nee, warte mal. Ich hab sogar vier Stück. Warte mal. Wo ist denn? Ach doch, da ist ja mein. Da ist das ja schon. Lass mal darüber crouchen. Da rechts an der Mauer entlang, würde ich sagen, oder? Ja. Checkt uns jetzt dann wieder drüben auch nicht. Ich dachte, man könnte die DMR auch auf Full einstellen, oder es stand Semi. Okay. Das wäre ja ultra krass. Ja, nee, das wäre scheiße. Er wird einfach alles voll verhauen. Ja, ist so. Stöhnt hier rum. Ja, da links ist ein Zombie. Siehst du denn nicht, oder was? Ja, doch, doch, aber es kam irgendwie von hinten, habe ich das Gefühl. Ja. Da hinten steht noch ein Zombie. Da hinten stehen voll viele Zombies. Die sind mir anscheinend gerade gespawnt. Ja, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, sonst stirbt mein Bein ab und das will keiner. Gut, ich alles voll. Ist das interessant für den Spielfluss? Dass mein Bein abstirbt? Nee, ja auch. Aber? Ich meine, dass du dich jetzt umsetzt. Ach so, nö. So. Am Spielfluss ändert das nichts. Ich muss das nur gerade kommentieren, weil ich aufgehört habe zu kriechen. Ich hätte auch sagen können, ich gehe jetzt mal eine Wurst abseilen, aber das wäre nicht so schön gekommen. Er hätte ja auch nicht den Tatsachen entsprochen. Stimmt, hätte ich gelogen. Ja. Und auch noch. Was gehört sich nicht. Peter, wo ist denn der Eingang? Ach, da vorne ist eine Schranke. Das ist krass, wir sind da quasi einmal im Kreis drumherum schon fast. Alter, hock dich hin! Wie oft muss ich denn noch X drücken? Oh Junge, jetzt rastet das Spiel völlig aus. Steht ein Mountain, ein fettes Mountainbike, Alter. Das sieht voll fresh aus, guck mal. Ja, warte mal, eine Tastatur macht gerade Faxen. Stormtrooper. Ah, ist jetzt. Das? Aber kein. Sieht aber echt geil aus. Ja, oder? Ja. Ist aber nichts für mich, ich fahr kein Fahrrad, ich bin zu faul für sowas. Ich auch. Ansonsten verliere ich noch Ingame-Gewicht. Lass mal hier rechts. Oder? Nee. Ja doch, rechts war mehr Loot angezeigt. Da oben ist wieder der Heli, da waren wir doch letztes Mal, da ist noch nichts. Hier ist der Heli auf dem Dach, hier sind wir doch reingekommen. Weißt du? Warte mal, ich weiß jetzt gerade. Wenn wir jetzt Treibstoff finden, können wir mit dem wegfliegen, ne? Das ist ja klar. Ach so. Ach ja, hier, da. Wäre mir egal, ach du bist schon. Ja, okay. Hier liegt eine Macke. Jetzt mal das ab. Hier sind noch zwei Soda Cans, wenn du Durst hast. Nö, hab ich nicht. Hier sind halt dicke Hallen, weißt du, siehst du da vorne? Ja, da müssen wir rein. Spawnt halt voll das Loot. Aber pass auf hier, ne? Wegen anderen Spielern. Ja. Hier ist eine Axt. Kannst du eine Axt nehmen? Hier sind Teile für ein Auto. Was denn für Teile? Ah, ne, das, nee, das ist so ein Mixer. Zweiter Betonmischer. Das liegt hier. Leere Dosen. Noch eine Spitzachs. Noch ein Betonmischer.
Also für den Hausbau müssen wir das auf jeden Fall merken, ne? Hier so die Gebiete. Ja. Wir sollen sollten auf jeden Fall demnächst anfangen mit Fundament bauen zumindest. Also, oder ja, erstmal einen Platz aussuchen. Genau, dann aber wir haben auch die andere Zelte. Insel noch nicht genug erforscht, ne? Ja. Was zu trinken? Obwohl, wenn wir erstmal einen Heli haben, ist es egal, auf welcher Insel wir sind. Hier sind noch Medipacks. Ken, Asta. Nehme ich mir jetzt einfach ein und phrase ihn. Hab die Bandage. Was liegt hier noch? Pasta, ja geil. Ich hatte nämlich auch zwar gerade keinen Hunger, aber ich habe nicht mehr so viel zu essen dabei. Ja, man muss halt auch mal sagen, dass nicht so viel halt auch kranke Dimensionen eigentlich bei uns sind. Ne? Was denn? Ja, nicht so viel. Wie, was heißt denn bei dir nicht so viel? Du hast wahrscheinlich nur noch 4 oder so, ne? Im Gegensatz Trinken. Ja. Und 4 ist eigentlich nicht wenig, weißt du? Nee, nee. Ja, stimmt schon. Das ist halt eigentlich schon. Voll verwöhnt. Ja. Kann man hier in die dicke Halle nicht rein, ne? Ich weiß nicht. Doch, hier vorne vielleicht. Mal abchecken, was hier noch so abgeht. Da oben, weißt du? Ich komm hoch, ja. Ist halt nur für den Schornstein, glaube ich. Oh fuck, ich glaube, ich habe gerade einen dicken Fehler begangen. Ist aber nochmal gut gegangen. Was denn? Ich bin gerade hier durch so einen Spalt gelaufen, der genauso breit war wie der Spieler. Und dann habe ich mich halt wahrscheinlich festgehakt. Ja, hätte tödlich enden können. Ich will hier hoch. Ja, geht doch. Ich glaube, da liegt was. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade unbedingt da hoch. Bist du da? Gehst du da lang unten? Ja. Bist du in so einer Lagerhalle? Bist du jetzt wieder da? Ja. Siehst du mich hochklettern? Ja. Ja, okay, sonst hätte ich jetzt gleich auf dich geschossen, aber es dauert halt einfach so urlang, bis ich oben bin. Krass, Mann. Das reicht aber der Hälfte, Junge. Ich will nicht noch weiter hoch. Das ist zu gefährlich. Und ist da oben was? Nee, ne? Wir müssen halt eigentlich aufpassen, dass wir hier im Spawnpunkt ist, ne? Das sagt der Film. Ja. Aber es sind noch keine neuen Player auf dem Server. Und wir sehen ja, wenn jemand stirbt, müssen wir halt aufpassen. Ich komm jetzt wieder runter. Ich gehe schon mal aufs andere Gelände drauf. Ist halt scheiße, da oben steht ein Little Bird und wir haben keinen Treibstoff und nichts. Aber wir checken einfach mal hier die Gebäude ab. Vielleicht spawnt er hier noch was. Wir müssen eigentlich die Sachen rausholen und Loothaufen machen. Mach das mal. Ja, ich bin gerade auf dem Nachbargelände. Mach das mal hier in den Lagerhallen vor allem. Ja, ich komme gleich zurück. Warte. Ich muss erstmal hier die Halle checken. So, was spawnt hier? Spitzhacke. Eine Toolbox, jawoll! Gear. Take Toolbox. Und hier liegen auch Ersatzteile und so ein Scheiß. Dann können wir. Ich habe auch eine Jerrycan gefunden, eine 20 Liter Jerrycan. Ja, nice. Was, wo bist du denn da? In der großen Halle? Ja, in einem anderen Grundstück. Auf dem Nachbarbüro. Und du bist wieder durch die Schranke durch. Da, wo der Little Bird oben drauf liegt. Ja. Ich packe jetzt mein Zelt hier hin und nehme die Jerrycan mit. Und dann kannst du ja, wenn du Interesse hast, das andere Zelt mitnehmen. Weil ich habe keinen Bock, hier beide Zelte durch die Gegend zu tragen. Ja, das ist auch unnötig, dass wir zwei Zelte haben. Ganz ehrlich. Also das eine brauchst du gar nicht mitschleppen. Ja, obwohl. Ja, okay, stimmt schon. Take Jerrycan. Dann habe ich, die verbraucht auch genau 3 Plätze. Okay.